Fernbaufreunde, der Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophastus Bombastus, genannt Paracelsus, kurz NHV, Theophastus e.V. genannt, kürte den Ingwer zur Heilpflanze des Jahres 2018. Dieser Satz, ich musste den so oft sagen. Intro! Der Ingwer, den wir so kennen, ist das Rhizom von Zingiber officinalis, einer, wie ich finde, sehr interessanten und auch sehr schönen Pflanze von der Blüte her und von der Erscheinung her. Ja, ist schon sehr schön, ja, und das ist halt eben das Rhizom. Die Ingwerpflanze kommt ursprünglich aus dem tropischen Indien, aber auch aus dem tropischen und südlichen Asien und wächst dort eben als hemikryptophytische Pflanze, ist also ausdauernd, krautig und macht eben dieses sehr interessante Rhizom. Das Ingwer-Rhizom enthält neben ätherischen Ölen das Harz Gingerol, was halt dem Ingwer-Rhizom diese Ingwer-Schärfe verleiht. Außerdem ist noch Borneol und Cineol enthalten und ein Haufen Vitamin C und viele wichtige Spurenelemente wie Calcium, Kalium, Eisen und Natrium. Der Ingwer wirkt verdauungsfördernd, kreislaufanregend, aber auch antibakteriell und entzündungshemmend. Er ist somit auf der einen Seite ein wunderbares und sehr tolles Heilmittel, aber auch ein wertvolles Gewürz für so ganz schwere Speisen mit viel Fleisch. Und da ist halt ein Ingwer als Gewürz einfach super toll, damit es halt besser und leichter verdaut wird. Durch seine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung ist der Ingwer ein Klassiker als Tee bei Erkältungen zum Beispiel. Ingwertee mit Zitrone kennt man, macht man gerne, trinkt man gerne, wenn alles so entzündet ist und man wirklich erkältet ist. Und ja, der bringt einen wirklich wieder auf Vordermann. Kulinarisch wird der Ingwer noch zu Getränken verarbeitet, Ginger Beer, Ginger Ale oder auch als Zutat zu Kaffee. In der Patisserie ist auch nicht wegzudenken, Lebkuchen und Ingwerkekse zum Beispiel oder auch so kandiert kann man ihn machen oder auch so als Zutat zu hochwertigen Schokoladen. Schmeckt wirklich auch gut. Er ist wirklich auch aus der Gastronomie, asiatische Küche, einfach auch nicht wegzudenken. Das Hauptanbaugebiet für Ingwer ist mittlerweile China und da importiert auch Deutschland seinen Hauptanteil von Ingwer. Man kann ihn aber auch ein bisschen zu Hause anbauen, ähnlich so wie eine Zimmerpflanze kultivieren. Dazu nimmt man sich dieses Rhizom, kann man kaufen, muss man halt aufpassen, dass es keinen Kälteschock bekommen hat jetzt im Winter und man pflanzt es ähnlich wie man draußen eine Schwertlilie pflanzt. Also man hat da seinen Topf und man legt halt dieses Ingwer-Rhizom nur so zur Hälfte, sodass es nur zur Hälfte mit Substrat bedeckt ist, weil es sonst fault und schaut sich halt diese Austriebe an und dann wächst eigentlich der Ingwer als Pflanze aus diesem Rhizom. Und die weitere Kultivierung ist eigentlich relativ schwierig. Das Substrat sollte immer feucht gehalten werden. Und wenn sich die Pflanze mal entwickelt hat, sollte man der Pflanze hohe Temperaturen anbieten und hohe Luftfeuchtigkeit. Das Ding kommt eben aus den Tropen und da ist es halt immer wollig warm und wollig feucht. Ja. Und damit wären wir am Ende des Videos angelangt. Die Heilpflanze des Jahres 2018. Wow! Hier die letzten beiden Videos, da könnt ihr draufklicken und kommt zum jeweiligen Video. Und das könnt ihr euch natürlich auch gerne noch anschauen. Ah, nächste Woche geht es weiter mit den Pflanzen in Anführungszeichen des Jahres 2018. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche und tschüss!